So, umskillen ist erstmal nicht, weil 43.000 Gold brauchen wir. Wir sind arm, wir sind arme Schlucker und können nicht skillen. Morgen bei Anbruch der Dämmerung ab. Nein, die sich ein Wappen machen will, hat er gesagt. Die sich ein Wappen machen will, hat er gesagt. Quest gemeistert, was? Hä? Von denen kriegen wir auch noch was. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal einen Kaffee gemacht. Bitte, bitte. Ich bin nur ein Soldat, der aus Chlorikon zurückkommt. Kniet euch nicht nieder. Und ich fürchte, ich segne keine Fremden. Ihr seid der Formalitäten wegen hier? Mein Schwert ist hinten. Es ist neu. Eine prächtige Waffe. Nur zu, inspiziert es. Es wird euch gewiss gefallen. Gleich im nächsten Raum, an der Wand. Ich habe es von einem Varani. Aber nehmt es nicht am Heft. Das bringt Unglück. Ja, mal gucken, was die so für Waffen haben. Ich würde die ganz gerne mitnehmen, damit ich die kaputt machen kann, die Sachen. Ja, wir sind 198 Gold reicher. Auge der Flamme. Oh, 70 Leben. Plus Feuerschaden. Ein Mana-Trank. Über Giftscherbe. Offizierspass geklaut. Das Brandmal ist für die Zwecke des Militärs bestimmt, nicht für Zivilisten. Ja, ja, geh wieder ins Bett. Du nicht. In Minecraft. Okay, der hat nichts zu stillen. Okay, da gibt's auch nichts zu stillen. Haben wir schon mal einen Offizierspass drüben? Waren wir gerade? Könnte mal gucken, was es hier gibt zu klauen. Stäbe und Gold, aber 99% ist sehr hoch, dass die uns sehen. Oh, hier sind die weiblichen Quartiere. ...75 Gold. Auch nochmal Gold. Auch nochmal ein paar Sachen, die wir klauen können.
Hört ja auch nicht auf, dass wir hier durchlaufen und die Leute beklauen. Es ist gut, wieder in Rathi zu sein. Haben wir hier überhaupt eine Schmiede hier? Ja, wir haben eine Schmiede hier. Das ist gut. Dann können wir die Sachen hoffentlich zerlegen. Gwalchmai ist einfach viel zu teuer. Platz da, Bürger. Nun, nicht nur ihr seid beschäftigt. Ich habe jeden Gefallen eingefordert, den man mir noch schuldete. Nun gibt es nur noch eine letzte Sache. Für nach dem Duell. Ich habe es genau geplant. Mit eurer Hilfe bin ich frei von Rathir. Frei von dem Krieg. Frei wie ein Vogel. Ich muss mich auf das Duell vorbereiten und darf nicht bei den Docks gesehen werden. Ihr müsst dort nach Jaibir suchen und ihm den Namen des Schiffs nennen, das ich geheuert habe. Die Schicksalsmaid. Auf ihr entkomme ich, wenn mich alle für tot halten. Es ist ganz einfach. Sucht Jaibir an den Docks auf. Sagt ihm, das geheuerte Schiff ist die Schicksalsmaid. Ein passender Name, nicht wahr? Wenn ihr fertig seid, kommt zum Duellplatz. Ich glaube, erstmal noch zur Schmiede. Gwalchmai ist einfach... Wartet, ihr dort, ihr habt mit meinem Sohn gesprochen. In was ist er verwickelt? Ich weiß schon von diesem törichten Duell. Aber es gibt noch etwas, nicht wahr? Valens Mutter, Herrin des Forsted Handelskontors. Keine Frau, die tatenlos zusieht, wie ihr Sohn vom Regen in die Traufe stolpert. Nein, haben sie nicht. Mit einem Sohn wie Valen lernt man schnell. Spiel manchmal so. Und im Grunde ist es alles meine Schuld. Ich hätte ihm nie vom Militärdienst erzählen sollen. Das ist es also. Ich hätte es wissen müssen. Einen Kriegshelden entehren und sich aus Rathir schleichen. Nun, ich sage euch etwas. Alles wie gehabt. Aber gebt ihm stattdessen den Namen Rabenschwinge. Ich schicke ihn geradewegs nach Chlorikon. Er braucht eine ordentliche Lektion. Wenn es getan ist, kommt wieder her. Ihr werdet gut bezahlt. Ich verspreche es. Chlorikon, weil sie keinen Bock drauf hat. Ich war trotzdem noch zur Schmiede. Nee, das war in Rome, glaube ich. Bewahrt den Frieden. Ja, ich spiele sehr viele Roleplays, das stimmt schon. Also wir haben sehr viele, also wir haben Skyrim Roleplay, wir haben Dragon Age und Kings of Amalur Roleplay. Vampir. Wir haben so viele. Wir haben so viele Jungen. Die Stadtwache schläft nie.
Walen schickt euch? Was gibt es? Diese Sache ist wirklich teuflisch seltsam. Und ich scheue mich nicht, das auch zu sagen. Irgendwie schicken ihn nicht dahin, wo seine Mutter will. Es soll also die Schicksalsmaid sein, ja? Ah, ich kenne sie. Gut, gut. Oh, und wenn ihr fertig seid, kehrt zurück. Ja, wenn ihr geht und sein Sekundant seid. Das ist die Abmachung, nicht wahr? Na dann los. Dann guten Tag, Täubchen. Und viel Glück. Lasst euch die Taverne zur Feuchten. Die Stadtwache schläft nie. Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Ich dachte, ich soll jetzt im Duell. Welche Karten? Nicht Yu-Gi-Oh! Duell. Tretet beiseite. Hau zur Wache, sonst krieg ich die Klinge in den Hals. Ach, falsch abgebogen. Lasst euch Lürgriffs Wunderwerke nicht. Navi hat versagt. Bürger. Gut, ihr seid hier. Wünscht mir Glück. Was habe ich getan? Lyria, wie grauenhaft! Jetzt darf ich direkt wieder zurücklaufen, so, ne? Du machst im Endeffekt gar nichts, außer von A nach B zu laufen gerade. Walen sagte, 5000 Gold. Wir bekommen, wenn alles vorüber ist. Nun, es ist alles vorüber. Nehmt es also. Wiedersehen, Hauptmann. So, dann haben wir das auch fertig. Ist das schon mal erledigt. Wo ist der denn? Der ist da oben. Die geringste Ahnung, was ihr angerichtet habt, richtig? Sterbliche, immer wollen sie etwas stehlen. Wegen euch ist die Barriere durchbrochen und die Magie wird schwächer. Wenn wir nicht rasch handeln, ist die Wiege des Sommers verloren. Aus dieser Erde sollen sich die Sommerfeien erhoben haben. Vollständig erblühte, ewige Blumen, die nie verwelken. Viele Zyklen hat unsere Art gekämpft, um die Wiege des Sommers und ihre Bedeutung im großen Kreislauf zu beschützen.
Die Wiege des Sommers ist ein gesegneter Ort und wir müssen sie vor jenen schützen, die sich ihre Macht aneignen wollen. Meine Barriere hat viele Zyklen lang ihren Zweck erfüllt, aber die Magie an sich ist allerorten schwächer geworden. Eure Störung der Wissenssteine hat die Barriere zerstört. Ihr seid schuld! Alle Macht dieser Welt entspringt der Wildnis von Eshara und es gibt Orte, an denen sie uns direkt berührt. Unsere Macht rührt aus dieser einzelnen Quelle. Sie schwebt in der Luft um uns herum und sinkt zur Oberfläche herab. Wir beschützen die Wege mit einer magischen Barriere. Aber da ihr die Wissenssteine befleckt habt, muss ich nun meine eigene Macht opfern, um das Verlorene zu ersetzen. Dann kommt! Ich werde die Barriere am Brunnen wieder aufbauen, aber ihr müsst mich beschützen. Die wilden Feen werden bald hier sein. Das ist die Gelegenheit, auf die sie gewartet haben. Lebt wohl. Ja, wo sind jetzt diese wilden Feen? Ach, das sind die wahrscheinlich. Hat er jetzt nicht als... Okay, er hat die Dolche nicht ausgerüstet, sehe ich gerade. Euer Ernst jetzt? Drei Trolle auf einmal? Thank you.
Leute, jetzt hat er aber ziemlich nervig, ne? Ja, war's das jetzt endlich? Meine Güte. Ich bin so schwach. Aber es ist vollbracht und die Wiege ist wieder sicher. Ihr habt das Richtige getan. Ach, ich und ich übergebe euch mit Freuden diesen Talisman als Zeichen meines Dankes. Vielleicht haben die Ersten doch die Wahrheit gesagt, dass die Quellen versiegen werden, dass alles der doch Bergler endlich ist. Zumindest fühle ich mich gerade, als sei mir alles Leben entzogen worden. Ein seltsames Gefühl, dieser Tod. Vielleicht ist die Sterblichkeit doch gar nicht so schlecht. So, Quest auch gemeistert. Tuata, Lichtfeien, die sind. Ach cool, da oben habe ich also noch ein paar Steine, sogar zwei Stück und noch eine Quest. Sehe ich gerade. Und da hinten ist irgendwo noch die Wurzel. Doch alle gleich. Ah, ich überlege gerade, machen wir jetzt die Hauptquest weiter und dann später den Rest.